Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Real Politics, der Jamaika-Edition. Wir haben es tatsächlich auf den zweiten Platz geschafft hinter den USA. Wir versuchen gerade in Mexiko ein bisschen die Unstimmigkeiten anzufassen, gehen hier ein bisschen weiter auf Punktejagd und ansonsten chillen wir gerade so ein bisschen tatsächlich. Unsere Blockqualität ist eigentlich recht gut. Wir könnten hier eigentlich was verbessern. Wir müssen aber, glaube ich, sowieso überall warten. Deswegen lasse ich das doch... What? Wait. Vereinigte Staaten im Krieg mit Mexiko. Aha. Das ist ja sehr interessant. Ehrlich gesagt war ich mit dem Gedanken am Spielen, dass ich das jetzt auch tue. Und der Iran bekloppt sich mit Afghanistan. Ich wundere mich... Okay, was haben die USA vor? Möchten sie vielleicht einen Regime-Change durchführen? Möchten sie diese Provinz hier einnehmen in Mittelamerika? Oder möchten sie die Unterwasserbasis haben? Welche war das nochmal? Die hier, genau. Nautilus, genau. Die hätte ich ja ehrlich gesagt gerne zurück, weil das ist meine Unterwasserbasis immer noch. Möchte ich mal anmerken. Möchten die USA sich da jetzt irgendwie einmischen oder was haben die vor? Man weiß nicht so genau. Müllentsorgung. Wir versinken im Müll. Okay, wir könnten einen Deal mit Costa Rica schließen. Wir schließen mal einen wirklich fairen Deal. So, dann schauen wir noch mal gerade bei unserer Börse vorbei. So, Ecuador, sehr schön. Und die Afrikanische Einheitsfront. Seifenoper-Kabinett. Warum sollte ich das tun? Exzellenter Vorschlag. Des vorigen Kabinetts drehen. Des vorigen Kabinetts. Ganz ehrlich, das ist albern. Oh. Unser Ruf ist beschädigt. Aha, und wir haben mal wieder einen kleinen Kriegstreiberwert. Ja, das ist ja mal wieder ganz toll. Sollte ich mich in Geduld üben oder... Ich könnte Mexiko ruckzuck überrennen jetzt eigentlich, jetzt wo die im Krieg mit den USA sind. Aber an den USA möchte ich mich selber natürlich auch noch rächen. Boah, soll ich... Oh, ich bin echt am Überlegen, ey. Wir haben ein Limit von 60, haben aber 61 Einheiten. Sehr gut. Wir haben doch einen Transporter tatsächlich. Einen haben wir noch. Wir könnten es also... Ja, nur... Na, wenn wir den einen verlieren, dann sind unsere Truppen da aber gefangen und... Ich bin echt am Überlegen. Ich meine, klar, die Welt wäre megamäßig pissig auf uns, aber ganz ehrlich, das ist immer noch unsere Basis. Das ist unsere Basis. Und ich lasse mich hier nicht rumschubsen als Nummer 2. Ich lasse mich einfach von Mexiko eine Tiefseebasis abluchsen und da kommen die Amerikaner. Ach, wir hätten mal gerne das noch. Und ach ja, wenn wir gerade schon mal hier sind. Nee, Freunde, so funktioniert das nicht so einfach. So einfach funktioniert das nicht.
Sollte ich das hier vielleicht noch abwarten? Ich könnte Mexiko jetzt ruckzuck überrennen. Ich könnte es tun. Soll ich es tun? Ich könnte es tun. Ich könnte es... es ist sehr, sehr verlockend. Es ist wirklich super, super verlockend. Es ist so verlockend. Was ich auf jeden Fall mache, ist hier eine Investition tätigen. Haben die? Wieso haben die 38? Hier steht doch nur... Komm, wir tun es. Freunde. Let's do it. So, Mexiko. Jetzt hast du ein kleines Problem. Das kommt davon, wenn man mir eine fucking Tiefseebasis abnimmt. So, Frontlinie sichern. Let's do it. Oh, da werden doch schnell ein paar Truppen verlegt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Was? Gefangene foltern? Nein, wir werden die Gefangenen nicht foltern. Das schaffen wir auch so. So, ihr miesen kleinen Wichser. Ihr miesen kleinen Wichser. Ich hole mir jetzt meine Tiefseebasis zurück, ihr Penner. Schnappt sie euch, Leute. Komm. Schnappt euch die Verkehrswege. Gib ihm. Ja, Überfälle. Überfälle bringen euch jetzt auch nichts mehr. Zack. So, schnappt euch die Flughäfen. Oh, wie sie schnell hier noch versuchen, Leute hinzuschicken. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Das interessiert mich hier gerade nicht. Ey, ich will hier schon draufbleiben. Los, schnappt euch die Flughäfen. Weltraummigration. Ja, das ist jetzt gerade... Ich habe jetzt gerade hier anderes zu tun. Diplomatischer Fehlschlag. Okay, es hat nicht funktioniert. Das ist ärgerlich. Komm. Lufthoheit, los. 14 Kampfjets, sie haben gar keine. Die Lufthoheit, ja, sehr gut. 69%. Schnappt euch die Versorgungslinien. 69% vorne. Tja. Was ist denn los, USA? Wieso braucht ihr denn so mega lange bei Mexiko? Ich überrenne die gerade. Was ist denn da los? Okay, vielleicht weil bei denen die ganze Armee ist. Dann könnte es natürlich auch liegen. Ja, Freunde, die Tiefseebasis, die gehört mir. Ui. Okay, die finden das irgendwie mehrmäßig geil, dass ich gerade Mexiko aufs Maul gebe. Alles klar. Die Rache wird unser sein. Ja, und USA, guck schon mal hin. Das Schicksal könnte auch bald dich erwarten, ne? Möchte ich nur mal gerade anmerken. Dieses Schicksal. Ich will meine Basis zurück, ihr Penner. So, zack. Ja, das haben wir implementiert. Das ist sehr schön. Schnappt euch die wichtigen Städte. So, und wir haben die Belohnung für Platz 2 bekommen. Ja, sehr schön. Und damit haben wir auch diesen Quest erledigt, dass wir schlauer werden sollen. So, was macht ihr mal? Ich sollte eigentlich echt mal... Wie wär's denn mit der diplomatischen Offensive? Das wäre eigentlich gerade sehr angebracht, dass unser Kriegstreiberwert doch ordentlich sinkt. Und das können wir dann danach mal machen. Das wird besonders wichtig, weil wenn wir gleich eine Provinz uns snacken... Ja, wir aktivieren mal.
die diplomatische Offensive für eine gewisse Zeit. So, 77% vorne, Mexiko wird überrannt. Gib ihm. So, schnappt euch die Städte. Ey, hallo? Ey! Wie verloren? Wollt ihr mich verarschen? Stopp, 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 stopp. Was ist denn jetzt hier nicht in Ordnung? Freunde? Hä? Was ist denn jetzt hier nicht in Ordnung? Leute, Durchbruch! Wieso stehe ich denn jetzt bei 77% und komme nicht weiter? Okay. So, wir warten mal. Was für ein Limit haben wir jetzt? Wir haben 66 und haben 60. Mal sagen, zwei weitere Flugzeuge, zwei weitere Panzer und zwei weitere Infanterie. Wir kaufen das mal geschickt. So, Leute, komm. So, die diplomatische Offensive, sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Was wir auch noch brauchen werden, ist Nachkriegsneuaufbau, das werden wir gleich sicherlich auch noch brauchen. Das werde ich jetzt schon mal alles aktivieren. So. Aha, Spione aus Kanada. Interessant. Überfälle, glaubt ihr, das rettet euch jetzt den Arsch oder wie? Schon. Verdammt, wir kommen nicht mehr weiter. Bei 77% scheint Ende zu sein. Ja, Japan. Schön. Und wir kommen nicht weiter. Nochmal Durchbruch. Noch komplett ausgeglichen. Was brauchen denn die USA so lange, sag mal? Neuer Auftrag, absolute Herrschaft. Aha. Guck ich mir später an. Ich muss mich gerade erstmal hier um Mexiko kümmern. Kriegsverbrechen. What? Das ist ja wohl. Ja, die internationale Untersuchungskommission, die kann das mal begutachten. So. Was war jetzt eigentlich hier drüben passiert? Iran und Afghanistan. Haben die jetzt irgendwas Spezielles eingenommen, was ich irgendwie nicht gemerkt habe? Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Ah, war bestimmt ein Regime-Change. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Ihr kommt mir nicht davon, Freunde. Ich will meine Basis zurück. So, Freunde, Militär. So, warte mal. Was waren jetzt die weiteren Quests? Zentrum für Kampftaktiken, wo ist das denn? Das sollen wir einführen als Quest. Ja. Wir erfüllen mal den Quest. Was kriegen wir denn dafür? Ja, ein bisschen Prestige, ein bisschen Money. Ja, ist ein kleiner Quest, können wir mal machen. Können wir mal so nebenbei machen. Schon. Macht sie doch weg. Ich glaube, wir müssen ihre Panzer mal hier wegklatschen. Luftschlagpanzer vernichten. Let's do it.
Zack. Alter, wieso kann ich denn hier auf einmal so mega viel noch hinstellen? Das konnte ich aber eben nicht. Zack. Freunde, nicht hier alle abhauen. Wieso waren da denn nicht alle eingesetzt? Ich habe doch 100% gesagt. Ja, wow. Das war jetzt nicht so mega erfolgreich. Wir versuchen noch einmal den Durchbruch. Untersuchungsergebnisse. Die haben uns unsere Basis geklaut. Ich lasse das nicht mit mir machen. So, ich versuche noch einmal Durchbruch. Wenn das nicht klappt, dann werde ich versuchen, hier einfach Frieden zu verhandeln. Komm Leute, brecht durch. Okay, das wird nicht so wirklich klappen. What? Warte. Wieso ist denn das Einzige, was ich machen kann, Durchbruch? Krieg zwischen Indonesien und Australien? What the fuck? Was denn hier ist nicht in Ordnung? Okay. Eieieiei. Wir leben in Anführungsstrichen interessanten Zeiten, ich weiß es nicht. Okay, Freunde, so, ich möchte gerne Frieden verhandeln. So, Frieden vorschlagen. Ich hätte gerne meine Basis zurück. Ne, die will ich nicht. Ich hätte gerne Nautilus wieder. Das, was ihr mir geklaut habt, hätte ich gerne wieder. Vorschlag abgelehnt. Okay. Okay. Ich will das wieder, was ihr mir geklaut habt, ihr Penner. Und das werde ich auch bekommen, früher oder später. Ah, stimmt, vielleicht sollte ich auch mal bei meiner Börse gerade vorbeischauen, während ich das hier versuche. Leute, ich führe mit 77%. Das bei den USA kann noch eine ganze Weile dauern. Ihr habt nichts mehr. Ihr seid am Arsch. Gib mir die Basis zurück. Wenn ihr mir die Basis zurückgibt, sind wir quitt. Dann tue ich nichts mehr gegen euch. Ihr werdet von meinen Spionen nichts mehr hören. Ich möchte einfach nur meine Basis wieder haben, die ihr mir geklaut habt. Ist das zu viel verlangt, Mexiko? Ist das wirklich zu viel verlangt? Meine Verbündeten scheinen auch irgendwie Sachen zu produzieren, kann das sein? So, wir gehen auf ihre Panzer. Antidemokratische Kooperation. Ernsthaft? Ach so, Moment. Ach, Moment. Moment. Das ist jetzt gut für uns, oder? Wir sind ja mittlerweile autoritär. Das ist, glaube ich, echt gut für uns. Holy shit. Okay. Ja. Leute, macht euch hier nicht komplett lächerlich. Wir versuchen es einfach mal oft genug. Irgendwann wird schon klappen. Mexiko, ich will meine Basis zurück. Immer noch.
Das bringt auch nichts, wenn du da jetzt Militär reinsteckst bei mir. Oh nein, ist auch noch in Uruguay. Was hat es mit dieser Religion auf sich? Passiert da noch irgendwas Großartiges oder was? Freunde, ich will meine Basis zurück. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Oh, oh, es wechselt. Gelingt der Durchbruch? Krieg zwischen Russland und Iran. Kampftaktik. Aha. Damit haben wir auch diesen Quest erfüllt. Eieiei, was ist denn hier jetzt los? Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Nochmal plus 50 Prestigepunkte. Eieiei. Krieg zwischen Russland und dem Iran. The fucking hell? Möchte Russland jetzt irgendwie, keine Ahnung, was sie genau möchten? Ach so, sie möchten... Ach, klar. Iran hat ja hier Aserbaidschan sich gesnackt. Und das möchte Russland natürlich haben. Eieieiei. Okay, wir können auf jeden Fall ein paar neue Projekte machen. So. Spezialkommandos. Dieses Projekt möchte ich natürlich gerne machen. Die Spezialkommandos. Mhm. Ja, warum nicht? Alles klar. So, wir machen aber die Spezialkommandos, um den Quest zu erfüllen. Da warte ich erstmal ab und dann würde ich sagen, Luft- und Raumfahrttechnik. Das brauchen wir hierfür und die beiden Sachen brauchen wir hierfür. Alles klar. Luft- und Raumfahrttechnik, let's do it. So, gehen wir nochmal gerade kurz an die Börse Mexiko. Ich möchte der nicht auf die Eier gehen, aber wie sieht es denn hier aus? Ja, die USA führen gerade mal mit 8%. Mexiko, gib mir einfach meine verkackte Tiefseebasis zurück und das Thema ist durch. Ist das denn so schwer? Wieso komme ich da nicht weiter? Okay, die haben da jetzt irgendwas aktiviert, ne? Können die mir einfach meine ganzen Panzer hier abschießen? Die haben da irgendwas aktiviert, die Penner. Luftschlag, Panzer vernichten, mal gucken, vielleicht schaffen wir da was. Warte mal. Was haben die hier aktiviert? Hier noch irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ja, hier, her damit, Nautilus, ne? Vorschlag angenommen, geht doch! Dankeschön! Dankeschön!
Sehr schön. Ach ja. Okay, damit hätten wir unsere Tiefseebasis zurück, die sie uns geklaut haben. Nautilus ist wieder unter Jamaikas Flagge und damit sind wir auch wieder die Nummer 1 in der Tiefsee. Okay, und damit sind wir auch mit Mexiko quitt. Was jetzt mit Mexiko passiert, interessiert mich nicht. Die USA können sich von mir aus diese Provinz hier schnappen. Aber die USA, ne? Ich hätte gern den Mond zurück. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Den hätte ich schon gern wieder. So, C-5. Okay, das können wir also auch bald dann wieder runternehmen. So. Sehr schön. Gut, damit hätten wir das durch. Tja, Mexiko, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Ich hoffe, die Lektionen sind angekommen. So, was wir natürlich echt machen müssen, auf jeden Fall hier die Beziehungen verbessern. Denn es geht hier auch. Und sowieso hier unten. Krieg zwischen Türkei und Griechenland. Ach ja, die Türkei möchte auch hier wieder Griechenland komplett auflutschen. So. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Jawohl. Guckt euch das an. Ja, das will ich doch sehen. Das will ich doch sehen. Sehr schön. So, können wir hier trotzdem noch etwas machen? Wir können eine Investition tätigen. Ja, das will ich doch sehr gerne mal tun. Die USA ist knapp 4000 Punkte vor uns. Ich weiß nicht, ob wir aufholen oder... Ja, die Schuldigen, die müssen bestraft werden. Hey, ich wollte gerade... Okay, es hat funktioniert. Ich nehme die Prestige-Punkte. So, zack, sehr gut. So, wir haben einen neuen Quest. Militarismus 18. Boah, keine Ahnung, ob wir das machen werden. Den Quest mache ich gerade. Ziehen Sie mit Ihren Generälen einen Krieg, in einen Krieg. Aha. Ja, gegen wen denn? So, Kriegsverluste 0. Das heißt, wir können schon mal das Ding hier wegmachen. Ja, deaktivieren. Jawohl, das andere lasse ich gerade aber noch ein bisschen... Oh Leute, ich habe gerade das falsche deaktiviert, oder? Ich wollte doch Kriegsverluste deaktivieren. Sehr gut. Das andere brauchen wir doch bestimmt auch nicht mehr, oder? Ich mache mir gerade die Steuern auf gerade mal 1%, dass unsere Wirtschaft wächst wie sonst was. Ja, unser Kriegsrabatt ist aber sowieso so mega krass runtergegangen. So, das brauchen wir beides jetzt gerade nicht mehr. Die Polen. So, Costa Rica ist, hat sicherlich Lust auf eine Investition, habe ich gehört. Und bei Haiti warten wir mal noch ein bisschen.
So, müsste gleich unser nächster Quest durch sein mit den Spezialkommandos. Militarismus 18, wo kann ich das denn nachgucken? Hier. Ach du heilige Scheiße. Na, das wird ja gar nichts. Nehmen wir mal die. Ein Fehlschlag. Ach, schade. Militarismus, das schaffe ich nie. Jetzt, wo ich noch umsonst austauschen kann, tue ich das mal. Das wird sowieso nichts. So, Spezialkommandos und damit ist der Quest auch erfüllt. Ja, herrlich.